Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rising World in der neuen Version. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge ist was Schlimmes passiert. Ich habe Aluminium gefunden. Wir brauchen dringend Aluminium für die neue Werkbank oder die moderne Werkbank. Und ja, da war ich hinten da bei Mount Everest, so habe ich den ja getauft. Und ja, bin wieder abgestürzt und habe meine Sachen alle verloren. Jetzt bin ich ganz nackig und habe gar nichts mehr. Super ärgerlich. Ich gehe einfach mal in der Richtung gleich suchen. Also auf jeden Fall brauchen wir dringend Aluminium. Und ich bin froh, dass ich die Sachen vorerst in die Kiste gelagert habe. So haben wir noch unsere Eisenplatten auf jeden Fall. Ein bisschen Eisen haben wir ja auch noch. Also könnten wir uns schon mal neues Werkzeug basteln. Was, glaube ich, sinnvoll wäre. Ne? Das Beste, was wir machen können, ist natürlich Waffen. Quatsch, Werkzeuge. Stahl brauchen wir. Noch Stöcker. Okay, das will ich natürlich haben. Keine Frage. Eisen? Das ist doch kein Stahl. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir schon einen Spieler. Ein Spieler hat sich schon mal mir gemeldet. Der hat das Passwort schon bekommen. Der könnte hier auch schon in der Nähe irgendwo sein. Aber aktuell ist natürlich keiner auf dem Server. Bin nur ich auf dem Server. Und ich bin mal gespannt, wann wir uns hier so treffen. Ne? Also ich bin ganz neugierig. Boah, dieses blöde Werkzeug. Ganz schnell, ganz schnell ein neues Werkzeug bauen. Ne? Warte mal, drei, Blödsinn. Ich finde das so komisch, wenn du auf den Server nach einem Tag wiederkommst, dass die Bäume alle gewachsen sind. Aber der Server läuft ja auch, wenn du nicht drauf bist. Ne? Die Tiere laufen hier rum. Keiner weiß, was sie so treiben. Ne? Schon gruselig. Gut, ja, dann gucken wir jetzt nochmal schnell. Bauen, Werkbank haben wir alle. Allgemein ist Stock. Dafür brauchen wir erstmal Holz. Maximal, mach mal schnell. Mach mal ein. Da können wir Werkzeuge kreieren. Spitzhacke. Auch noch mehr Stöcke, hoppala. Direkt eine Axt. Was? Die braucht Eisen. Guck mal, das ist doch geil. Wir sind die ganze Zeit mit den Zeugs hier rumgelaufen. Mit einfachen Werkzeugen. Aber kannte ich ja schon längst. Ah, fuck. Das sagt mir einfach grün und da oben ist rot. Ja, alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich die bauen darf. Blödsinn. Um die Sachen zu bauen, das ist ja das Ziel. Brauchen wir ja den ganzen Kram. So, das kann weg, das doofe Tool. Puh. Und die kommen auf 1. Und 2. Gut, dann geht's wieder auf die Suche. Hier ist noch ein bisschen was drin, oder? Nee, ist alles leer. Mal nichts in der Hand nehmen, sieht mal besser aus. Lauf mal jetzt in diese Richtung. Hier den Bachlauf lang, mal gucken. Dann nochmal so einen Berg oder Höhle finden. Höhle braucht Fackeln. Fackeln brauchen allgemein. Die Standfackel, wir haben einiges an Stock da, das ist gut. Wir können noch mehr Stock machen. Ach, die doofe Werkbank brauchst du dafür, ne? Ich mach das, muss das jetzt vorher machen, das ist wichtig. Falls wir in der Höhle auf irgendwas stoßen, müssen wir uns da so eine Standfackel machen. Das sieht schwer doof aus. So, mache ich mir eine Fackel. So ein paar Standfackeln. Ich hasse ungerade Zahlen und gehe einfach mal in der Richtung. Immer so wasserlang, damit ich meine Ecke da wieder finde. Wir sind dann auch nicht wirklich weit weg von zu Hause gekommen. Und schwimmen ist mega langsam, ne? Mega, mega langsam. HP ist voll, ihr seht sie nicht, weil mein Kadaver im Weg ist. Immer schlechtes Wetter heute, ne? Ich werde das nie wiederfinden, wenn ich jetzt abhaue. Da wächst ein Bäumchen. Okay. Ich werde es nie wieder finden. Wenn ich hier abhaue, so weit. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal ein See. Ach, kann man das irgendwie... Ja, das ist tatsächlich ein kleiner Bach, könnte man fast sagen. Ne? Ich muss mir merken, wo ich bin. Das ist halt der Trick. Und der einzige Ziel ist heute wieder Aluminium. Was brauchen wir denn für ein Boot? Mann, ich drücke mal T. Das will ich gar nicht. E. Fahrzeuge.
Eine Werkbank. Moderne Werkbank, Werkbank. Okay, das wird wahrscheinlich super langsam sein, ne? Warum steht da RIB hinten runter? Vier Leute, boah. Eine Person. Ja gut, wird mir jetzt nicht viel bringen, obwohl man kann das, glaube ich, wieder wegnehmen. Benötigte Ressourcen stehen da gar nicht. Ach, Variante auswählen. Ach du Scheiße. Aluminium. Okay. Früher war Eisen das erste wichtige Metall, was man hier finden muss, um alles bauen zu können. Ist es das gute Aluminium? Die kann man essen, dann kriegt man HP. Ich habe mal keinen Bock zu schwimmen, ne? Das ist echt hardcore. Ich laufe jetzt mal wieder grob zurück. Das ist mir zu weit weg von zu Hause. Wir sind noch nicht so weit, dass wir so risikobehaftet hier Abenteuer erleben können. Höhlen sind jetzt so das A und O. Aber wir müssen einfach nur ein Loch finden. Das ist nicht immer so einfach. Ich habe eine Höhle gefunden. Okay. Die sieht so hell aus, aber die wird so stark dunkel. Wir sind nicht weit weg von zu Hause. Ich habe noch einen groben Überblick. So, jetzt. Jetzt Aluminium, Leute. Dann hätten wir das direkt zum Start. Da muss ich richtig heftig schmelzen. Und dann haben wir die. Oh Mann, hier ist aber ein richtig tiefes Loch. Ein paar. Komme ich ja nie wieder hoch. Naja, müssen wir uns da hochbauen. Alumi. Das ist wieder Wolfram. Ich ahne es. Einmal kurz eine Schandfackel hinpacken. Wolfram und Eisen dahinter. Brauchen wir aber in dem Verlauf ja auch noch. Ich bin runtergefallen. Jetzt ist krass. Gut, dass ich da eine Fackel hingestellt habe. Scheiße. Hoffentlich gibt es ja eine Monster oder sowas. Noch nicht, jedenfalls. Aber Rising World war noch nie so fantasievoll angereichert mit komischen Dämonen oder irgendwelche Sachen. Also wenn es wären ja richtige Banditenhöhlen oder sowas. Menschliche Gegner, keine Drachen. Skelette gab es zwar ja auch. Das war schon sehr fantasievoll. Aber ich stehe auch eher darauf, wenn es so ein bisschen an Eisen. Was ist denn mit dem Eisen? Kannst du ja tonnenweise farmen. Und das sind wir am Ende hier. Shit. Wo müssen wir hin? Okay, Kohle würde ich auch noch gerne finden. Brennt viel länger und besser. So, noch, da ist noch mehr Eisen. Eisen lassen wir jetzt mal links liegen, okay? Vielleicht finden wir auch irgendeine Art Ausgang. Oh, das wird hier am Klettern. Oh, das leuchtet. Das ist tatsächlich ein Ausgang. Guck mal, da seht ihr mal, wie cool die Höhlen aufgebaut sind, ne? Gehst ja nach unten. Hä? Verwirrung. Oh Gott, ich werde hier nie wieder lebend rauskommen. Ich werde hier drinnen verhungern. Mit mal ein bisschen Mais. Ist nichts, ne? Das ist wieder nur Eisen. Es hat eine zufällige Ressource, die hier. Ja, hier ist aber Kohle. Eine zufällige Ressource, die halt an diesen.
da an diesem Biom gekratzt. Wir sind bestimmt schon an richtig viel vorbeigelatscht, was wir halt nur nicht gesehen haben an Aluminium. Aber sobald wir die moderne Werkbank haben, können wir uns alles bauen. Alles, was das Herz begehrt. Höp. Schön umschauen. Noch mehr Kohle. Wir auch Aluminium haben, Spiel. Hier ist richtig steil bergab. Wir sind gleich in der Hölle. Und die gibt es bestimmt wieder. Eisen. Ich hätte nicht so tief in die Höhle gedurft. So. Kohle und Eisen hatten wir aber auch beim Aluminium. Also gehe ich davon aus, dass wir das hier auch finden. Hat der Entwickler vielleicht doch ein bisschen sehr geizig platziert, ne? Kohle. Ja, noch haben wir Holz. Das können wir auch erstmal nutzen. Oh, das zweigt ja sogar noch ab. Das ist sehr abenteuerliche Loot-Touren. Gold? Im Ernst? Warte mal. Brauchen wir natürlich auch irgendwann, ne? Ja, tatsächlich. Mein erstes Gold. Gehe davon aus, dass das war. Wie viele Fackeln habe ich noch? Ja, komm, drei haben wir noch da stehen. Dann lassen wir den mal hier. Dann sehen wir die wenigstens, dass wir schon mal da waren. Das sind mal nette Hinweise für mich selber. Konnte man noch mal sehen, wer auf dem Server ist. Hier. Na, schade. Nur wenn er da ist. Aber es war auf jeden Fall schon mal. Vielleicht war er schon drauf. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall sofort geantwortet. Aluminium. Ich bin dran vorbeigegangen. Habt ihr gesehen? Weil es in so einem blöden Bogen war. Aber das sieht sehr wenig aus. Fuck, das waren nur vier Erze. Nur leider, leider nur vier. Da brauchen wir noch 60. Na wunderbar. Aber es gibt's auf jeden Fall. Das ist das Wichtige. Man hat ja erst so das Gefühl immer, boah, das ist bestimmt eine falsche Ecke hier. Hier finde ich das wieder nicht. Kohle verzichten wir erstmal drauf. War dann hier die Abzweigung? Wie weiß ich, wenn hier reingelaufen? Ja, hi, der Witzka. Spam hier die Leertaste. War gerade Kohle gefarmt. Und. Höp. Bergsteiger, komm. Gib alles. Rennend und hüpfend ist noch besser. Ein bisschen links und rechts drehen, dann kommst du überall hoch hier. Zweigt das doch irgendwo ab? So weit bin ich doch nicht hier lang gelaufen. Eisen, Eisen. Ohne Ende. Und Kohle. Da blinkt schon was. Ah, fuck. Na, guck mal da oben. Leuchtet's. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier schon mal waren. Scheiße. Das ist schon ein sehr großer Höhlenraum. Ach, da hat mich schon was angeleuchtet.
Sackgasse. Und ich sehe nichts. Ja, Eisen. Hervorragend. Eine ganze Höhle mit 4 Aluminium, die mir jetzt überhaupt nichts bringt. Aber dafür haben wir Gold. Gold gefunden. Ich bin reich. Ich müsste auf jeden Fall da irgendwie hoch. Vermute ich mal. Wow. Ich sag jetzt mal nichts, ne? Also das ist ein sehr reichhaltiges Gebietchen. Da steht sogar eine Fackel. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich da in ein Loch gefallen, ne? Guck mal, so nah war mal dran, wie unfair. Ich gehe davon aus, dass die Ladung hier reicht. Sofern ich mein Zuhause wieder finde, außerhalb dieser Höhle. Wow. 29, jawohl, Baby. Wir brauchen ja viel mehr. Wir müssen die Sachen ja noch bauen mit Aluminium. Also ist das hier echt ein Traum. Das Gute ist, wir können nicht mehr runterfallen und sterben. Weil wir ja unten sind. Boah, schon die dicke Ladung. Das ist hier das Aluminium Paradise. Alles mitnehmen. Wolfram, haben wir auch schon einen Batzen? Zack. Wenn man schnell gehackt, dann multipliziert er das. Aber wir haben jetzt nicht so viel, wie ihr da unten gerade stehen gehabt habt. Aluminiumerz, sehr schön. Gold, Eisen, Wolfram. Ein interessanter Marsch hier jetzt gerade. Alter, das ist ja. Das ist ja hier ein Paradies. Mit Kohle. Kohle und unser Aluminium. Dann schmelzen wir die auch richtig geil mit Kohle auch, ne? Wenn ihr denkt, warum spielt Timmy so ein altes Spiel? So alt ist es gar nicht. Das ist nämlich die neue Version von Rising World. Das heißt nicht, dass das eine neue Version von den alten Rising World ist. Das ist ein ganz neues, eigenes Rising World wieder. Aber das habe ich in der ersten Folge direkt am Anfang erklärt, wie ihr das umstellen könnt. Das kostet nämlich kein extra Geld, wenn ihr Rising World schon habt. Cool oder cool? Na, ihr glitzert noch ein bisschen. Ein Aluminium ist besser als kein Aluminium. Bisschen Kohle noch. So. Fackeln lassen wir mal stehen. Ach, guck mal, noch mehr hier. Das ist die Frage, wo wir waren. Und wo wir jetzt sind. Elementar. Wichtig. Wenn es nach oben geht, ist gut. Eisen, schön. Ich habe gerade eine Kuh gehört. Dann baue ich mich jetzt einfach eiskalt raus. Ich stelle noch die letzte Fackel hier hin. Für die paar Meter. Ich weiß ja nicht, wie tief ich jetzt drin bin. Und sammle gleichzeitig noch Stein ein. Den brauchen wir ja auch. Also ich habe jetzt genug. Wir haben 133 Aluminium. Also damit können wir erstmal die ersten schönen Sachen bauen. Oben gucken. Müsste dann irgendwann hell werden, ne? Das wäre natürlich schön. So, das mache ich mal im Pausenmodus, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, jetzt baue ich mich einfach gerade steil nach oben, wie man hier eindeutig sehen kann. Was relativ hoch ist, obwohl ich gerade eine Kuh gehört habe, und treffe direkt auf ein Eisen- und Aluminiumerz. Das tue ich einfach nebenbei so mit abpacken. Dann war einfach noch mehr. Voll cool. So, aber wir sehen uns gleich oben. Wow, jetzt bin ich mitten in diesem Erz. Das sieht cool aus.
Es wird, glaube ich, ein bisschen heller, habe ich das Gefühl. Ohne, dass ich eine Lichtquelle habe gerade. Aber bald finden wir die Ressourcen mit dem Detektor. Mein Gott, Metalldetektor. Dann brauchen wir uns hier gar keine Mühe mehr machen. Außer zu suchen. Es wird auf jeden Fall sauhell gerade. Also kann sein, dass wir nah an der Oberfläche sind. Also es muss ja eigentlich. Normalerweise wird es ja nicht hell werden. Das Licht scheint ja nicht wie Stein, ne? So, jetzt aber mal komm. Jetzt mache ich noch kein. Ach, das sieht ja schon mal erdreich aus. Macht mega Spaß einfach hier. Dicke Erdschicht. Aber mein Glück ist das jetzt der einzige Berg. So. Wo häng ich? Raus hier. Raus aus der Grube. Oh, man kann sich auch bücken. So, weg hier. Gut, das Feld sagt mir was. Wir wohnen in der Richtung. Da ist unser See. Geil. Geil, geil, geil. Bin gerade voller Euphorie. Merkt man mal gar nicht, ne? HP. Oh, ganz wenig. Da hinten. Boah, wir sind voll perfekt. Wow. Haben sie direkt da wieder hochgebuddelt. Ne, Mr. Kuh. Fleisch und so gibt natürlich super geil. Lebensenergie wieder. Ich habe gedacht, es wäre wieder Nacht oder so ein Scheiß. Also in dem normalen Teil Rising World, also in den ersten Teil nennen wir es mal, da gab es auch Räuber, ne, und sowas. Das war ganz interessant. Sowas wird uns hier wahrscheinlich dann auch wieder bald erwarten. Das muss erstmal wie bescheuert geschmolzen werden. Sag ich mal, ich habe nicht viel Kohle, einiges an Stein, Aluminium als allererstes. Dann haben wir auch unsere kleinen Öfchen. Vier, acht, zwölf. Eigentlich müsste es lang. Eine Brennstoff. So, Maiskolben dahin. Stein will ich nicht verbrennen. Bringt ja auch nichts. Zünd ich schon mal an. An. Voll mit Kohle sogar schon. Ey, wir sind sehr weit fortgeschritten. So, das brennt. Und das wären dann 8, 16. Wie viel waren nochmal hier? 4, 8, 12, 24. Okay, da muss ich jetzt nicht extra noch einen Ofen bauen, weil wir ja eh umziehen werden. Obwohl ich hier am Wasser natürlich sehr schön finde zu bauen. Weil da kannst du das Bötchen dann auch natürlich hinsetzen, ne? Wenn es dann mal irgendwann geht. Also, das heutige Ziel ist auf jeden Fall schon mal hier die moderne Werkbank. Das ist wichtig, damit wir an den geilen Zeugs drankommen, ne? Das kommt alles erst im Haus. Ja, sowas hier. Da freue ich mich aber trotzdem schon voll drauf. Gibt es eigentlich ein normales Lagerfeuer? Werkzeuge, Waffen dürfen wir natürlich noch nicht bauen. Hier, moderne Werkbank, Holz, Eisenplatten, Schießpulver. Schießpulver ist... Wie zu machen? Das findet man mit Sicherheit nicht da. Kohlepulver und Schwefelpulver, okay. Schwefel. Hier haben wir die Feuer. Survival heißt das hier einfach nur. Grillspieß. Und dann haben wir die maximalen Werkzeuge zum Bauen. Das wird so schön. Und dann baue ich mir wieder so geile Sachen. Ah, ich freue mich da schon so drauf, weil jetzt gibt es ja wieder die Vielfalt. Die ganzen Biome. Mit verschiedenen Bäumen. Und die Bäume kannst du dann mitnehmen.
Und bei dir im Biom einpflanzen, die ja gar nicht in dein Biom passen. Und dann kannst du dir so richtig geilen Wald machen oder sowas, ne? Aber da müssen wir bestimmt viel Platz machen hier noch, um oh, noch richtig viel zu tun. Da ist die Firma am Arbeiten. Am alleredelsten. Die Werkzeuge, da kann man ja auch mal hier reingucken. Da muss man nicht mehr extra zur Bank laufen. Hier, die kosten auch nur Eisen, ne? Stock und Eisen. Aber da dürfen wir die halt bauen. Der Minenbohrer ist natürlich eine Bombe. Den dürften wir auch bauen, wenn wir eine Platine haben. Okay. Rasentrimmer. Zwei Platinen. Was sind denn Platinen? Allgemein. Die baut man aus Eisenplatte, Aluminiumplatte, Wolfram, Draht und Goldplatte. Boah, ey, wir haben schon richtig gut Zeug gesammelt, Leute. Wir haben 10 Gold. Wir können richtig einen raushauen an Werkzeugen. Und das schleppen wir dann alles wieder mit nach der nächsten Location. Das schmilzt eh langsam. Das ist so schön groß. Also Waldbiom ist eh mein Lieblingsbiom im Spiel. Ne, keine Frage. Dass man von hier oben vielleicht. Oh, hier ist eine richtig geile Baustelle, ne? Ein kleines Waldhütchen und da unten ist ein. Das wird dann also optimiert hier natürlich von der Form. Viechers hast du auch. Ja, aber die kann man leider nicht fangen oder sowas. Das wäre cool. Ziege guckt schön. Doof. Aber hier ist echt hübsch. Mit dem Berg da in der Aussicht. Also hier so am. Hier so bauen. Das könnte mir gefallen, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir schmelzen. Erstmal so eine richtig schöne kleine Wohnung bauen. Man muss sich übertreiben erstmal, ne? Weiß nicht, wenn der ein oder andere Spieler noch dazukommt. Da kann man noch bestimmt was zaubern. Oh, die glühen schon ganz fleißig. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal machen? Da war was. Wofür brauchte ich denn das Holz? Ah ja, hier. Müssen ja wir erstmal verweilen, ganz kurz noch. So. Grillspieße. Machen wir mal eine Kuh holen, ne? Gönnen wir uns mal ein bisschen Fleisch. Hunger und Durst geht super langsam runter. Extra bei die. Und die extra schwimmen. Boah, ich kann mir entscheiden, ob ich eine schwarze oder eine braune Kuh essen will. Wir rennen weg, glaube ich. Oh ne, die wehrt sich. Oh, man hat sogar einen Hitmarker. Verwende ein Messer. Oh, da war noch was. Messer? Verwende Messer. Allgemein? Bergbänke bauen? Wo sind denn Messer? Boah, krass, ein Tresor. Ich habe kein Messer. Keine Ahnung, was will er von mir? Schwerter gibt es. Kampfmesser. Eisenplatten 2. Verdammt. Kuh, komm zu dir zurück. Du bist nicht umsonst gestorben. Nee, meine arme Kuh. Zwei Metallplatten haben wir auf jeden Fall noch übrig. Falscher Knopf. Ist ja egal, kann ich gleich wieder reintun. Moderne fucking Werkbank. Naja, die sind wir gerade am kreieren. Hier ist gut. Aus, aus. Aus. Ausglühen. Und dann haben wir schon mal einen Batzen. Oh! Die Rache der Kühe. Help! Oh, wie süß! Kann man es nicht mitnehmen, irgendwie. Will die eine Bude haben? Alle Barren. Alle Barren. Alle Barren. Neue Barren. An.
Da müssen wir so richtigen Schmiederaum brauchen wir dann, wo wir die ganzen Materialien herstellen. So à la Gronkh, so richtig ordentlich und schön. Und die schmelzen jetzt ein. Wir haben aktuell 40. Okay, mit der nächsten Schmelzung ist die Sache auf jeden Fall geritzt. Und da habe ich noch richtig viele. Aber hat auch keinen Unterschied, ob du da Holz nimmst oder Kohle, ne? Dann behalte ich die Kohle lieber. Für Scheißpulver. So. Arme Kuh. Ist es umsonst gestorben? Da geht's ja mit dem Holzschwert, was ich aber nicht glaube. Liegt die denn da noch? Die Arme? Ja, da liegt Betsy noch. Wende ein Messer. Ich kenne nur ein Messer. Gibt es kein Steinmesser oder sowas? Das verstehe ich ja gar nicht. Primitive Steinmesser, ich Depp. Tonnenweise dabei. Mit dem Holzschwert. So. Da wäre ein Messer, um den Körper zu zerlegen. Mach ich doch. Ach so. Vielleicht hätte er doch mit dem Holzschwert geklappt. Muss gedrückt halten. Kuhhaut. Viermal rohes Fleisch. Wir haben Sonnenuntergang. Braten und Kochen hier ist echt tricky. Als nach Augenmaß, boah, wie das Fleisch aussieht. Man kann es immer wieder wegnehmen. Oh, jetzt habe ich eine Latte in der Hand. Ich habe eine Latte. Und wo macht ihr? Ihr glüht einfach, ne? Die glühen noch nicht mal richtig. Es gibt sogar richtig Prozesse, wie das schmilzt. Also echt cool. Boah, wenn der Gronkh da spielen wird, das wird den Entwickler so gut tun. Das würden so viele Leute kaufen. Und Rising World ist ja echt nicht teuer. Ja. Sag mal, Werbung für den lieben JTW Games Red 51 Menschen. Ihr seht schon, Bewertungen sind top. Und ihr müsst nur 15 Euro dafür hinlegen. Und dürft, wie gesagt, auch die neue Version mit der alten Version spielen. Nur mal so. So. Fleisch. Da muss man echt genau hingucken. Das hat nämlich verschiedene Garstufen hier. In der Nacht. Jetzt fangen sie langsam an. Ne, glühen immer noch nicht. Das ist hier auch ganz schön Zeit, ne? Erstmal so im Feuer. Was passiert? Keine Ahnung. Ganz schön wenig Fleisch für eine ganze Kuh, ne? Und wenn ihr mitspielen wollt, bitte über Discord anschreiben. Ich kann ganz schlecht das Passwort in den Kommentaren schreiben. Das müsst ihr mir dann über Discord Anfrage machen. Irgendwie passiert da gar nichts. Es knistert nicht, es rauscht nicht. Man muss die ganze Zeit gucken. Der Lichteffekt sieht echt gut aus, ne? So, jetzt kommt nochmal ein Rettungswagen. Jetzt glüht das hier auch ordentlich. Oh, das sieht gut aus. Mann! Mein Fleisch verändert sich irgendwie gar nicht. Naja, das muss ja alles noch implementiert werden. Aber ich denke mal, das wird ist schon. Hier glüht's wie die Hölle. Ich gehe eins nehmen, was dann? Sieht immer noch sehr roh aus. Aber es bleibt dann, ne? Also es, ab dem Zeitpunkt, wo man es, glaube ich, gegart hat, gart es dann auch weiter. Ah, so ein Koch, aua, so ein Kochgeräusch. Aber immer noch ein ganz weiches Stückchen. Hallo?
Nein, nicht ins Feuer. Koteletts wollte ich nicht. Ich wollte das Rindersteak. Wir haben Besuch. Die kann man gar nicht töten, eigentlich. So lieb, wie die da rumwatzeln. Wie lange dauert denn Kochen mittlerweile? So, abkühlen. Da sieht man das Glühen richtig cool. Halt genug, okay. 64 Platten. Ach, ich mache ab. Na gut. Erstmal gucken, vielleicht brauchen wir noch Barren. Und wir dürfen bauen die moderne Werkbank. Ich habe sie gebaut. Ist es passiert? Bisschen schief, aber nicht schlimm. So, an der dürfen wir jetzt tatsächlich das Maximum bauen, ne? Die krasseste Axt. Nennen wir jetzt unser. Die alte hier werfen wir mal weg. Machen uns irgendwann mal Ersatzwerkzeuge. Was macht ihr Fleisch? Und hier, jetzt, das sieht gut aus. Nein. Ich nicht mehr nehmen. Krieg das nicht. Ah, doch. Gebratenes Fleisch. HP. Guck mal. Scheiße. Voll. Aber von der Garzeit her komisch, ne? Gut, jetzt haben wir natürlich die wichtige Bank. Mir fehlt jetzt noch Material. Ich habe gerade was geguckt. Die Stahlspitzhacke braucht nochmal Stock und Eisenbarren. Habe ich aber nicht mehr. Ich habe aber noch Eisen. Wolfram. Stein. Kuhhaut, das braucht man für Leder. Das will gar nicht garen, ne? Das ist eine da. Fiese Matente. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Eisen. Und noch ein bisschen Aluminium. Und die Kühe. Die Rache der Kühe. Warum wird das nicht gar? Wie viel Aluminium, Eisen, Erz hatte ich denn? Irre. Da. Oh, es hat sich gerade verwandelt. Ich hab's Feuer ausgemacht, scheiße. Aua! Auch Reservefleisch. Schön. Ihr seht, es ist was geworden. Es ist schon mal was geworden. Das ist das Wichtigste vom Wichtigen. Na, Materialien schmelzen dahin. Wir haben die nächsten. Ich baue mir noch eine Pickaxe aus Stahl. Dafür fehlt mir jetzt aber noch Metall. Warte mal, wir haben ja noch was gehabt, ne? Inventar? Ne, hatten wir nicht. Wir haben nur Wolframbarren. Klein wenig Holz. Mais. Das hier. Und wir brauchen noch Eisenbarren, ne? Das war's einfach.
Für die maximale Spitzhacke Stahl. 6 habe ich, toll. Fehlen genau 2 und Stock. FE, man kommt immer durcheinander hier, Mann. So, 9 Stock, jetzt brauche ich nur noch das. Da fallen die Bäume um wie nix, ne? So, zeitlich ist es aber sehr seltsam hier. Vielleicht weil es auf der Kippe liegt, keine Ahnung. Warum schlafe ich eigentlich nicht? Glaube, die Nacht sieht einfach so schön aus. Dann beschleunigen wir doch hier alles. Solange keiner auf dem Server ist, geht das ganz gut. Ich mache das mal aus, damit ich nicht ständig verbrenne. Kühle ab. Geht noch nicht, wartet. Zu Eis. Weg. 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 Das glüht auch noch aus. Das ist richtig cool gemacht. Wenn du dann mal hier mit 10 Spielern oder so rumrennst, dann siehst du, oh, die Feuerstelle glüht noch. Der war vor kurzem noch vor Ort. Ist ja PvP aktiviert, ne? Gut, aber das ist ja nicht der Plan, dass wir uns hier gegenseitig töten. Machen. Die anderen Sachen brauche ich noch nicht. Dann müssen wir mal gucken. Gold muss geschmolzen werden. Gold habe ich 10. Aus dem Rest machen wir, was haben wir da noch? Wolfram. Wir machen einfach nur noch mehr Aluminium. Und hier machen wir ein bisschen Wolfram rein. Und hier machen wir ein bisschen Eisen rein. Haben wir schon noch mehr? So, jetzt gucken wir uns das neue Werkzeug mal an. Ist das jetzt die Stahlspitzhacke? Ne, Spitzhacke neuwertig. Ach, die gehen doch kaputt. Stahl. Und die Axt. Die Axt, die haut jetzt mit 4 Schlägen und Baumblatt. Da brauchen wir keine Zeit umzufallen. Das war wichtig, Leute. Das war wichtig, dass wir das haben. Sehr geil. Man kann das Bauen auch so langsam mal losgehen, ne? Das ist ja, glaube ich, das Spannendste von allen. So, brauche ich mit Pipi, ey. Real Life Pipi. Wenn du weiter hackst, geht das ganz weg, so. Schöne Physik, oder? Gut, wo ist ein Steinchen? Ich will jetzt auch unbedingt meine Pickaxe Stahl ausprobieren. Und jetzt stehen uns alle Türen offen hier. Ne? Jetzt kannst du mal hier gucken. 2 Schläge. Geht er auch kaputt? Ja. 2 Schläge. Ich will jetzt aber keine Kraterlandschaft machen. Natürlich nicht eine Ressort. Da. Kleiner Stein. Zack, zack, zack. Gibt es den Fehler immer noch? Warte mal. So. Da kommt man ganz schnell hacken. Oh, ich dürfte auch einen Sattel bauen, ne? Gibt es immer noch. Hat er drin gelassen, den Entwickler. Also man kann gedrückt halten. Obwohl es geht auch mittlerweile schnell. Aber ihr seht, die Werkzeuge sind schon 10.000 Milliarden 812 mal besser. Ich muss ein bisschen schneller hauen kann. So. Da liegt einfach mein Werkzeug rum. Das schmilzt. Was wollte ich jetzt gucken? Genau, ein Sattel. Nahrung, Kleidung, was wolltest du eigentlich haben? Stoff und Leder? Ja, dafür brauchen wir die Gerberei noch und so. Guck mal, was das alles gibt für eine Kleidung. Was? Nase, Sonnenbrille, Taucherbrille. Das sind super spannende Sachen. Aluminium, Stoff, Glühbirne. Minenhelm, Stoff und Eisen. Den hätte man sich schon vorher reinbauen können. Sehe ich gerade. Was ist das denn? Achso, Rotrockhut.
Sombrero. Und leider nur ein Outfit, aber ich denke mal, da werden noch ein paar dazukommen. Brot wird ein interessantes Nahrungsmittel. Mehl. Das wird interessant. Ich wollte noch nicht gucken. Was wollte ich? Ich wollte den Sattel gucken. Nahrung, Medizin, Ausrüstung. Werkzeuggürtel, den wollte ich mir eigentlich schon längst gebaut haben, aber dauert noch ein bisschen. Sattelpferd, Satteltasche. Stoff und Leder. Eigentlich total billig, ne? Wir brauchen ein bisschen Hanf, aber wie gesagt, das sind ja schon Sachen für die Zukunft. Und ich würde an der Stelle sagen, ein bisschen schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge.